Luxus kennt keine Grenzen. Auch nicht in Grafenau, einer beschaulichen Stadt in Niederbayern. Hier produziert Fritz Leubl ein Luxusgut, auf das die Reichen dieser Welt seiner Meinung nach gewartet haben. Klopapier mit Goldprägung. Diesem Trend kann zwar nicht jeder folgen, aber das soll er ja auch gar nicht. Produzent Fritz Leubl richtet sich an jene, denen das weichste und teuerste Toilettenpapier aus dem Supermarkt nicht gut genug ist. Normalbürgern dürfte der Preis ohnehin ein bisschen zu hoch sein. Also für eine Rolle Prägung mit jedem Blatt in der 24 Karat Echtgoldauflage muss man momentan bei dem Goldpreis so zwischen ca. 175 und 180 Euro rechnen. Und in einer Imitat-Goldauflage sind wir so bei 24, 80, 25 Euro. Die Idee zu goldgeprägtem Klopapier kam dem 51-Jährigen ganz traditionell in Bierlaune am Stammtisch. Es bleibt fast kein Kundenwunsch offen. Die Motive, die wir im Haus haben, die habe ich dann selber gemacht. Also das ist aus meinen Vorstellungen entstanden. Aber das meiste läuft individuell. Der Kunde gibt mir seinen Wunsch oder schickt mir seinen Wunsch zu, wird von unserem Grafiker überarbeitet und dann wird die Platte speziell hergestellt. Pro Rolle werden ca. 1,5 Gramm Gold zur Prägung verwendet. Und das natürlich nicht auf normalem Toilettenpapier vom Discounter, sondern auf sechslagigem Papier aus der Schweiz. Über seine Kunden sagt Fritz Leubl. Das geht los vom Einzelkunden, der als Geschenk oder Dekoration den Artikel kauft. Oder natürlich auch Firmen, Hotels, verschiedene Sachen in Hotelbereichen, im Luxusbereich, zum Beispiel in Russland, in China, weltweit. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich für die Luxussuiten. Oder auch halt dann der einzelne Oligarch, der mal aus Moskau für sein Töchterchen ein Röllchen bestellt, das ist natürlich auch drin. Für Leubl sind seine goldgeprägten Rollen Toilettenpapier besondere Geschenke, die man nicht benutzt, sondern einfach nur besitzt und sich daran erfreut. Er mag sich gar nicht vorstellen, dass jemand diese Besonderheit seinem ursprünglichen Zweck zuführt und das goldene Krönchen in der Kläranlage endet.